Wenn sie jetzt wer fragt, warum ist die Eule eigentlich in L.A.? Und zwar finden die Nix Face Awards jedes Jahr statt, in jedem Land. Und ich bin die glückliche Gewinnerin von Österreich und wir wurden alle nach L.A. eingeladen, um an den großen Face Awards teilzunehmen. Das heißt, der Gewinner von den USA wird am Samstag gekürt und da sind wir alle zum Finale eingeladen. Wir haben jeden Tag coole Partys vor uns, coolen Sponsoren wie Redken, Arisoni, viele, viele mehr. Mir fallen jetzt gar nicht alle ein, aber das heißt, die werde ich jetzt einfach die nächsten Tage mitnehmen, euch zeigen, was so passiert, was wir so machen, was wir so erleben. Ja, und für die Leute, die mich jetzt nicht kennen, ihr werdet meinen Instagram-Account nochmal daher schreiben. Hallo, ich bin's, die Nadine. Freut mich, euch kennenzulernen. Tschüss, Bibi. Tschüss, Mosi. Falsch, Papa. Oh je, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Hey, guten Morgen vom Flughafen aus Wien. Wir sind bereit, nach Los Angeles zu fliegen. Die liebe Theresa zieht sich gerade die Schuhe an. Nein, wir werden jetzt noch ein bisschen was frühstücken und dann geht's los in den Flieger und wir freuen uns schon irrsinnig. Es wird sicher eine geile Zeit. Ja, let's see, was so abgeht dort. Später. Ich see us rolling, baby. Und zwar sind wir endlich in Los Angeles angekommen, nach 12,5 Stunden Flug und dann noch, glaube ich, eine gefühlte Dreiviertelstunde warten aufs Gepäck. Dann noch Sicherheitskontrolle und nochmal Sicherheitskontrolle und ja. Auf jeden Fall, jetzt sind wir da. Ich zeige euch jetzt kurz mein Zimmer und zwar gehen wir ganz kurz zum Anfang zurück. Und zwar sind das meine zwei Betten, für was ich auch immer zwei Betten brauche. Vielleicht machen wir heute noch Pyjama-Party, keine Ahnung. Oder wisst ihr, was ihr auch machen könnt? Ich könnte mir da einfach so dazwischenlegen. Damit ich beide Betten nutze, damit nicht eins ungenutzt bleibt, lege ich mir einfach so. Eine gute Idee, oder? Außerdem ist das eigentlich eh gar nicht so unbequem. Gute Nacht, meine Lieben. Ich gehe jetzt schlafen. War ein Scherz. dann einen großen, dicken, fetten Flatscreen. Programm habe ich noch kein gescheites ausgewählt, weil ich mich nicht auskennt. Und dann kommen wir zum besten Teil des Zimmers und zwar der Ausblick. Super geil, oder? Super schön. Dann zeige ich euch noch schnell das Badezimmer. Und zwar ist es eigentlich auch recht toll. Fette Dusche, fetter Spiegel. Licht darin ist ein bisschen schlecht zum Schminken, das heißt, ich werde mich auf jeden Fall beim Tageslicht schminken, weil das sicher besser ist. So, also das war mein kleines Reich für die nächsten 5 Tage. Ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass ich jeden Tag einen Vlog machen werde und euch so jeden Tag ein bisschen mitnehmen werde, weil wenn ich das alles einfach in ein Video packe, wird das einfach viel zu lang und das will sich kein Mensch anschauen. Deswegen machen wir einfach 5-Minute-Geschichten oder 4-Minute-Geschichten. Schauen wir mal. Wir werden heute noch ein bisschen herumstreunen in Los Angeles. Ich gehe mich jetzt duschen, umziehen, mache mich fertig und dann geht's ab in die City. Wir sind hier gerade im Café Gratitude und essen jetzt eine Runde. Ich bin jetzt schon über 40 Stunden runter. Schon langsam jetzt ist dann ein bisschen schwierig, die
Augen offen zu halten, aber schauen wir mal. Ich bin ja mit den lieben Mädels, also das heißt, ein Teil des Teams ist schon da in LA und morgen treffen wir alle anderen auf der Rooftop-Party und ja, dann werden wir ein bisschen trinken und feiern, aber nicht zu viel. Wir dürfen nicht das Pulver verschießen für Samstag. Also ich bin jetzt gerade im Hotelzimmer angekommen, nach unserem netten Dinner. Die Mädels sind alle so lieb, es ist urgemütlich da. Ich bin richtig froh, dass ich da sein darf und dass ich das alles erleben darf, weil es ist wirklich einmal komplett was anderes und es ist auch schön, andere YouTuber und Influencer und Make-up-Artists kennenzulernen und ich freue mich schon irrsinnig auf die Party am Samstag. Das wird so irre, ich will so viele meine Vorbilder treffen und es ist einfach urschön, wenn man das einfach alles erleben darf. Ja, aber ich will jetzt gar nicht zu viel reden, ich gehe jetzt schlafen, ich bin schon, glaube ich, 26 Stunden munter. Ich muss jetzt da mal Ruhe finden, mir erholen und sehen uns dann morgen wieder. Also, good night und see you tomorrow.